muss den Gast im Rahmen des heutigen Gesprächs sicher in dieser Runde und an diesem Ort, in diesem Land nicht vorstellen, nicht großartig vorstellen. Grüß Gott und guten Abend, André Heller. Danke, dass Sie hier sind. Also ich bin froh, dass Sie hier sitzen. Und ich habe keine Ahnung, wo es uns hintragen wird. Ich muss eine medizinische Kleinwarnung vorher aussprechen, damit Sie nicht erschrecken. Es wird nicht passieren, aber ich habe seit ein paar Wochen den dritten Halswirbel, der gelegentlich rausspringt. Und wenn er rausspringt, drückt er auf einen Nerv. Und das ist der Nerv für den Gleichgewichtssinn. Und wenn das passiert, dann passiert Folgendes. Und ich hoffe, dass es nicht passiert, aber wenn das passiert, erschrecken Sie nicht mehr als nötig. Es ist dann ungefähr nach einer Minute wieder besser und ich schaue ein bisschen blässerer aus als vorher und rede dann ungefähr 17 Minuten Unsinn und dann fange ich mich wieder. Aber die 17 Minuten werden sich ja eklatant von dem unterscheiden, was Sie vorher und nachher sagen. Da kann man nicht so sicher sein. Also was tun wir? Wir sitzen hier und sprechen über André Heller. Ich glaube, man kann mit André Heller letztlich und im erweiterten und durchaus seriösen und ernsten Sinne nur über André Heller sprechen. Wir sitzen hier im Zusammenhang, im Kontext einer Veranstaltung, einer Akademie, die sich mit Generationen beschäftigt, mit dem Generationenbegriff, soweit ich das verstanden habe, und einen Blick wirft auf die Generation Y, also die heute jungen Leute. Und sie tut das aber nicht, indem sie auf diese Generation schaut, sondern sie tut es, indem sie mit dieser Generation in einen Dialog tritt. Jetzt sitzen wir hier beide sichtbar als Nichtangehörige dieser Generation und müssen also über etwas anderes sprechen wahrscheinlich. Wann haben Sie sich denn zuletzt jung gefühlt? Naja, ich habe einen 27-jährigen Sohn, der sowas Ähnliches wie ein internationaler Hip-Hop-Star ist, unter dem Namen Left Boy. Und wir leben zusammen auf unterschiedlichen Stockwerken und manchmal in Wien und manchmal in Marokko. Und ich komme durch ihn sehr viel mit jungen Leuten zusammen, die auch komponieren, die Texten, die Dichter sind, die Fotografen sind, die Filmemacher sind. Und sitze dann und höre zu und bin mir dann nicht sicher, ob ich da der Älteste in der Runde bin. Und wir reden viel miteinander und wir hören uns auch gemeinsam Musiken an und ich versuche immer zu propagieren, worüber wir vorher schon geredet haben, dass es nämlich eine Musikgeschichte gibt im 18., im 17., im 16., im 15., 14. und so weiter Jahrhundert und dass das teilweise viel beeindruckender und viel herzzerreißender ist. Und dann sagen die, ja, hast recht oder so. Also ich bin verbunden mit jungen Leuten und ich glaube, dass das eine Krankheit von vielen schöpferischen Menschen, auch von vielen Intellektuellen und Künstlern ist, dass sie in einem bestimmten Alter aufhören, neugierig zu sein. Also so ich habe es in meinem Bekanntenkreis beobachtet, dass ab 35 beginnt so eine Verlangsamung der Weltneugier. Und wann hat die bei Ihnen eingesetzt? Ja, ich wäre einfach ohne Übertreibung immer neugierig, aus einem ganz simplen Grund. Also ein Hauptmitarbeiter von uns allen ist ja irgendwie der Tod. Der Tod sagt, du hast nicht unbegrenzt Zeit, nütz die Zeit, die du noch hast. Und das heißt, ich muss mit jedem Tag, mit jeder Stunde irgendwie so umgehen, dass sie meinem Plan nützt, der da lautet, mir selber und der Welt in der Polarität auf den Grund zu gehen. Und das heißt, ich habe jetzt viel mehr Abschiede als früher von Dingen und viel mehr Aufbrüche in neue Dinge als vielleicht vor 10, 20 Jahren. Was meinen Sie denn, wenn Sie sagen, Sie sind sich nicht sicher im Zusammensein mit jungen Menschen von heute, dass Sie der Älteste sind? Was ist das Alte oder das möglicherweise Alte an den Jungen? Naja, eben. Oder hat man das immer schon gesagt? Man hat eigentlich immer schon gesagt, ihr seid alle viel älter. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich besonders jung war. Also, als Sie jung waren? Ja, ich, das,
die Hilde Spiel hat darüber mal eine, also vielleicht hat noch erklären, wer die Hilde Spiel war, eine bedeutende Essayistin und Schriftstellerin, die hat auch gesagt, irgendwie bin ich immer mit den Füßen im raschelnden Laub, das war ihr Begriff, also ich habe so etwas Herbstliches in ihrer Wahrnehmung gehabt, was ich glaube ich jetzt auch nicht mehr habe, aber ich habe deswegen das Gefühl gehabt, jung sein ist nichts Attraktives, weil ich nicht wusste, was ich wissen wollte, weil ich nicht ausgeschaut habe, wie ich gern ausgesehen hätte. Wie hätten Sie denn gerne ausgesehen? Ja, ich hätte gern schon ein Gesicht gehabt, das, das ausdrückt ein bestimmtes Wissen, eine bestimmte Grandezza, eine Eleganz der Taten und Gedanken. Also das Gesicht von heute im Grunde. Das ist sehr freundlich. Wir haben ja ausgemacht, dass Sie für jeder dieser Bemerkungen 200 Euro bekommen. Ja, genau. Nein, ich war so ein, in Wien sagt man so ein rachitisches Knochenbouquet, also so was ganz Mageres. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, das dauert mindestens noch 30 Jahre, bis ich einigermaßen eine Ähnlichkeit habe mit dem, der ich gern wäre. Also Erfahrungen machen, die einen verändern, das braucht man, um sich zu verändern. Man braucht viele, viele Dinge, die man gelesen, die man gehört, die man gesehen, die man gefühlt, die man geliebt, man braucht Irrtümer, ein hohes Maß an Irrtümer, Sackgassen, aus denen man wieder zurückgeht. Das hat alles keinerlei Achtung in dieser Welt. Wenn man den Kindern sagen würde, ihr dürft euch irren, dann hätten wir andere Politiker, wenn die dann erwachsen sind. Ja? Weil das gilt ja als anrüchig, übermorgen was anderes zu denken als heute. Und wenn zu mir einer sagt, bleiben Sie bitte so, wie Sie sind, dann schicke ich ihm sofort den Anwalt. Weil ich will nicht so bleiben, wie ich bin. Habe ich das beantwortet, irgendwie die Frage? Sie haben über sich gesprochen, Sie haben nicht so sehr über die Jungen gesprochen und was an denen das Alte sein könnte oder das... Ja, eine bestimmtes Eingefrorensein in einem Spezialinteresse. Und ich finde, die Welt ist zu großartig, um Spezialinteressen als gesamtes Lebensinteresse zu haben. Und je älter ich werde, desto mehr merke ich, was ich noch nicht beobachtet, noch nicht befühlt habe, wo ich noch nicht gemerkt habe, wie sehr das anders ist als ich. Man fährt ja wohin, damit man das Fremde sieht und nicht damit man sich selber wieder begegnet. Gleichzeitig merke ich, dass unglaublich viele Leute wohin fahren und möchten, dass sie dort sich begegnen. Ja? Und ganz entsetzt sind, dass dort was anderes zum Essen gibt als in Wiener Neustadt oder dass dort andere Bäume stehen oder so. Im Grunde genommen ist diese Angst vor dem Fremden auch übertragen worden auf Reiseunternehmungen. Das merke ich, weil ich die Leute oft in so geschützten Zonen sind, in Kenia oder auch in Marokko, wo es dann unter Umständen auch, weil die schon gelernt haben, dass wir Deppen sind, Wiener Schnitzel gibt oder sowas. Ne? Aber also ich bin für das Aufbrechen, für eine Art von Raserei von Expeditionen. Was sind denn die Voraussetzungen für ein solches Leben? Also wenn Sie sagen, man sollte nicht so sehr seinen Spezialinteressen, wenn man denn eines hat, oder vielleicht zwei oder drei huldigen, sondern eigentlich eine Pluralität leben, ja, das Maximum der Möglichkeiten irgendwie versuchen zu sehen wenigstens. Aber was brauche ich denn, um so ein Leben führen zu können? Ich brauche doch dann eine Begabung, ich brauche gewisse familiäre Voraussetzungen, ich brauche Fantasie, also das muss man ja, da muss man ja schon was mitbringen, um das zu erkennen. Ja, aber ich sitze hier jetzt auch nicht als Missionar, der sagt, ihr sollt so sein, sondern ich erzähle, wie das in meinem Leben ist und was mir, ich habe sehr gefremdelt als Kind in Österreich in meiner Familie und dieses Fremdsein hat damit zu tun gehabt, dass die auf einen bestimmten Ton gestimmt waren, der mir sehr fremd war. Und alles im Leben ist ein musikalisches Phänomen. Die Tür geht auf, sie kommen herein, sie haben eine bestimmte Schwingung, aus dieser Schwingung höre ich eine Melodie, ich komme herein, habe eine Schwingung und eine Melodie. Und wenn uns das sympathisch ist, dann haben wir eine Sympathie füreinander. Wenn das Katzenmusik für uns ist, dann wird es unangenehm mit uns beiden. Wenn das grandios ist, dann kann eine Liebesgeschichte entstehen.
Und so ist es eigentlich mit allen Dingen. Auch mit der Familie. Ja, und das war Katzenmusik, vom ersten Augenblick an. Und das ist sehr unangenehm. Mhm. Und man denkt sich, wieso bin ich Kind dort, wo ich zutiefst spüre, dass ich nicht hingehöre? Ja? Haben Sie das irgendwann auflösen können, womit das zu tun hat, wo das herkam? Es hat damit zu tun, dass man sich offensichtlich auch Probleme, Schwierigkeiten, Abgründe, Gletscherspalten aussucht, bevor man in diese Welt kommt, würde ich sagen. Und dass man dann vergessen hat, dass man sich das gebucht hat quasi als einen Lernstoff und dann fassungslos davor steht und sagt, wie kann dieser Vater mit dieser Grausamkeit, mit dieser vollkommenen Lieblosigkeit der sein, der für mich zuständig ist? Wie kann diese Mutter mit dieser Einschüchterung, mit dieser Furcht vor diesem Vater, mit dieser Verzagtheit, dass jedes Wort, das sie sagen könnte, falsch sein könnte, wie kann das die sein, die ich eigentlich bräuchte als Ermutigung? Und man kommt dann drauf, sehr viel später, also ich bin drauf gekommen, dass ich mich noch einmal ohne Vater und Mutter selber in die Welt bringen musste. Wann war das? Da war ich schon 46. Mhm. Weil es auch so ist, es gibt ja so ein Problem, das jeder in dem Raum irgendwie kennt. Man sagt, der Toderer sagt es in einem Buch, dass einem die Kindheit als Kübel übergestürzt wird und dann rinnt sie ein ganzes Leben an einen herunter. Und ich glaube das nicht, dass wir uns diese Ausrede leisten können. Ich war großen Grausamkeiten ausgesetzt als Kind, aber ich kann nicht ununterbrochen darüber jammern, dass es Schuldige im Damals gibt. Hätte der nicht, wäre der nicht, dann wäre aus mir was Strahlendes geworden, dann hätte ich durch Freude lernen können, was ich mir zutiefst wünsche. Es ist so, dass man irgendwann einmal die Verantwortung für sein Leben übernehmen muss und dann gibt es keine Schuldigen mehr. Großes Streitthema mit vielen meiner jüdischen Freunde, ja? Mhm. Wo sozusagen schon von der Geschichte her immer was gibt, was Schuld hat. Ich nehme das alles ganz ernst und weiß, dass für mich es unmöglich war, bei einem bestimmten Tag mit der Ausrede zu leben, dass alles anders hätte sein können, wenn das nicht so gewesen wäre damals. Und dann habe ich mir diesen Vater oder die Jesuiten, bei denen ich im Internat war, weil ja, das ist eine langweilige Geschichte, weil ich kann ja immer nur erzählen, was war, ich kann es nicht neu erfinden, dass dieser Vater, der aus einer jüdischen Familie war und dann konvertiert ist zu einem Erzkatholiken mit einer großen Erbarmungslosigkeit und einem großen Desinteresse, zum Beispiel fürs Judentum, und wo dann der Hitler gekommen ist im 38er Jahr und er am Vorabend gesagt hat zu einem Freund am Telefon, es wird nicht so heiß gegessen werden, wie gekocht wird, und 3 Tage später hat er mit dem Zahnbürstel die Schuschnick-Parolen wegputzen müssen und war fassungslos, weil er gesagt hat, ich habe mich entschieden, ein Katholik zu sein, ich habe mit den Juden nichts zu tun. Und der Hitler ist gekommen und hat gesagt, was du glaubst, interessiert mich nicht, du bist der Jud. Und dann ist er verhaftet worden und dann ist er in die Emigration gegangen, geflohen. Das sind alles, so wissen Sie, so verrückte Geschichten, über die selten geredet wird, weil sie Schlaglichter auf etwas werfen, was nicht so angenehm ist. Zum Beispiel dieser jüdische Mann, der konvertiert ist zum Katholizismus, ist dann ein glühender Austrofaschist geworden. Er war ein Großindustrieller, wir waren Schokoladenfabrikanten, sehr wohlhabende Leute mit einer Fabrik in Wien, einer Fabrik in Belfast, einer Fabrik in Lissabon, in Turin, in Buenos Aires und in New York. Ein riesiges Weltimperium. Und er hat Arbeiter verachtet. Ich weiß, dass er mir als Kind noch gesagt hat, ich musste immer bei den Weihnachtsfeiern den Kindern der Arbeiter die Geschenke überreichen, so kleine Packungen. Und er hat gesagt, schau ihnen nicht in die Augen, das sind die Verwünscher. Und so bin ich aufgewachsen.
Und sowohl mein Vater hat gesagt, die Gehsteige sind für die Kinder der Industriellen da, die anderen sollen runtergehen. Und bei den Jesuiten, wo ich war, in Kalksburg, war wieder dieser Dünkel. Wir sind was Besonderes, wir sind was Besseres. Und dieser Mann, der also Austrofaschist war, und die Austrofaschisten haben ja in ihrer rührenden Naivität jahrelang geglaubt, dass der Mussolini sie bewahren wird vor dem Hitler. Der Schutzpatron der Österreicher war der Mussolini. Und dann hat der Mussolini den Rom-Berlin-Vertrag unterschrieben und Österreich war verraten. Und mein Vater war entsetzt und hat mit dem Josef Roth, mit dem er sehr befreundet war, haben die dann gearbeitet wieder an einem neuen Konzept. Man muss den Otto von Habsburg an die Macht putschen. Und dafür hat die Familie Heller Millionen nach heutigem Geld ausgegeben für eine Guerilla-Armee, die das hätte tun sollen. Und zu der kam es nie und kein Mensch weiß, wo das Geld geblieben ist. Und dann ist also der Vater von Mussolini, den man mit Millionen vorher auch versorgt hat, Spendengeldern, aus der Gestapohaft in Wien befreit worden. Das heißt, dass ich halt hier sitze und mit Ihnen reden kann, verdanke ich dem Mussolini, der meinen Vater befreit hat und vor dem KZ bewahrt hat. Das sind so narrische Geschichten. Ja? Und dann ist er nach Paris geflüchtet und wurde französischer Staatsbürger. Und dann sind die Nazis plötzlich in Paris gestanden wieder. Und da wollte er sich umbringen und dann hat ihm irgendeine Geliebte, weil meine Mutter war in Wien, von der hat er sich scheiden lassen, weil er gedacht hat, die wird die Heller-Fabrik als Arierin haben können. Kam aber dann ein Jagdfreund vom Göring, hat die Fabrik genommen und meine Mutter stand mit meinem Bruder, der vor dem Krieg geboren wurde, da als geschiedene Frau von einem Juden und hat überhaupt kein Geld gehabt. Und die Freundin in Paris hat ihm geraten, geht zu einer Wahrsagerin und die hat ihm gesagt, du wirst gerettet werden und du kriegst noch ein Kind nach dem Krieg. Und 5 Stunden später hat ihm mir angerufen, dass ein Flugzeug nach London geht. Und da ist er mit seiner Spuckerlmaschine nach London und ist dort in die Exilregierung von de Gaulle eingetreten und war den ganzen Krieg über der Verbindungsoffizier zwischen dem de Gaulle und dem Weißen Haus. Und weil er eine furchtbare Flugangst hat, nimmt er immer Drogen auf diesen Flügen und ist nach dem Krieg schwer opiumsüchtig. Und dieser schwer opiumsüchtige Mann, der meine Mutter zwingt, ihn wieder zu heiraten dann, um eine lange, grausliche Geschichte kurz zu machen, kriegt ein Kind mich. Und ich erlebe ihn nur als jemand, der mit den Engeln redet, der die paar Mal, die er in Wien ist, er hatte meistens in Paris gelebt und wir waren in Wien, sagt, der Erzengel Michael lässt dir sagen. Und der hat mir dann befiehlt, Kardinal zu werden. Und zwar wirklich als Befehl. Zuerst wollte ein Mädchen haben, weil es meinem Bruder schon gab und hat gesagt, du bist das Schlangenmädchen und wirst einmal vor der englischen Königin Schwanensee tanzen. Und ich habe mir immer gedacht, was redet der? Als Fünfjähriger habe ich gedacht, ich bin doch nicht das Schlangenmädchen. Und eines Tages hat er dann gesagt, du wirst Kardinal werden. Und das war ganz, ganz ernst gemeint, also dass ich nicht Papst werden kann, war ihm klar, aber Priester war ihm sicher zu wenig. Ja. Und dann hat er eben vom Tischler in der Schule einen Altar bauen lassen und dann habe ich Messgewänder bekommen und ein Freund von mir musste immer ministrieren. Und so wie andere Kinder Klavier spielen, habe ich dann halt Messen gelesen. Und wenn wir Gäste hatten, dann habe ich nach dem Essen, bin ich erschienen und der Vater gesagt, mein Sohn wird sie jetzt segnen. Und dann habe ich gesegnet und dann durfte ich einsammeln gehen mit so einem Körbel für die armen Heidenkinder und von dem Geld habe ich mir dann meine Schundhefteln gekauft. Das war ein großes Glück. Also das ist ein bisschen eine Hintergrundgeschichte, wo ich mir dann eines Tages gedacht habe, ich gebe diesem Mann jetzt keine Schuld mehr und ich gebe dieser Mutlosigkeit meiner eingeschüchterten Mutter keine Schuld mehr, sondern ich sage mir, der hat mir in unvergesslicher Weise gezeigt, wie es nicht geht. Und dafür bin ich ihm dankbar. Das heißt, ich habe mir dieses ganze Negative in was Positives umgedreht und habe gesagt, unvergesslich machtvolle Eindrücke sind unbezahlbar. Und ich habe jetzt immer als Maßstab in meinem Leben, was mir diese Eltern gezeigt haben, wie es nicht geht. Auch, dass man aus der Nazi-Zeit mit diesem Dünkel zurückkommt und nicht mit einer Verfeinerung. Ja. Und so habe ich mich noch einmal selber auf die Welt gebracht und habe jetzt
keine Schuldigen mehr. Und mit den Jesuiten bin ich eh versöhnt, seit es den neuen Papst gibt. Das war für mich ein Schock, dass der ein Jesuit ist. Es war irgendwie so klar, Jesuiten ist Pui. Auf einmal kommt dieser unglaubliche Gewitter- und Revolutionsmensch und dieser Jesuit. Also nie was man genau will, immer was wird. Ja. Aber haben Sie denn aus den Dissonanzen dieser familiären Katzenmusik, wie Sie das genannt haben, auch eine, die ersten 46 Jahre, bevor Sie sich noch einmal auf die Welt gebracht haben, eine Spannung bezogen für Ihre Arbeit, für das, was Sie getan haben? Weil Sie haben ja nicht erst dann angefangen, der zu sein, der Sie sind. Also sondern kreativ waren Sie ja eigentlich von Anfang an. Also vielleicht gehören die kindlichen Messgewänder da auch ein bisschen mit dazu. Ja, das Katholische, also es gibt zwei große theatralische Einflüsse für meine Art zu denken. Das eine war der Ferdinand Raimund, dann der österreichische Shakespeare, oder wie ich sage immer Shakespeare durch Bäumkatzerl dividiert. Und das andere war schon das Katholische. Aber das werden Sie als deutsche Kunstkritikerin und Musikkritikerin vielleicht nicht so am Sucher haben. Es gibt was in Österreich, das würde ich nennen die österreichische Ministrantenkunst. Da zählt der Nietzsche dazu. Mhm. In Teilen zählen Leute wie der Walter Pichler dazu. Auch Dichter wie der Turini oder so. Also die Ministrantenkunst spielt eine große Rolle. Das sind Leute, die als Kinder von unverständlichen Geheimnissen geprägt wurden. Und ich habe das ja sehr lange, habe ich der Sprache vertraut und habe Dinge immer wörtlich genommen. Und wenn die mir erzählt haben, wir essen den Leib des Herrn und wir trinken das Blut des Herrn, dann war ich im Epizentrum eines faszinierenden Kannibalismus und habe mir gedacht, das ist ja berauschend, wie grausam das alles ist. Ja? Und ich habe zum Beispiel so Probleme gehabt mit den Heiligen. Also ich habe immer Heiligenbilder gesammelt, weil das war was Schönes. Und wir hatten Lehrer, Jesuitische, die, wenn sie zornig waren, uns das Brevieren auch geschmissen haben, quer durch den Klassenraum. Und dann sind so 50, 60 Heiligenbilder rausgeflogen und die habe ich dann aufgeglaubt. Und dann habe ich mich erkundigt, was haben diese Leute getan, um heilig zu sein? Und dann sind die schrecklichsten Geschichten immer herausgekommen. Die wurden gevierteilt, die mussten sich den Löwen zum Fraß vorbereiten, die wurden mit Pfeilen durchbohrt. Und dann habe ich mir gedacht, aha, das ist, also heiliger wäre ich nicht. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, aber Heilige sind wichtig, weil man muss ja auch zu Heiligen beten. Und dann habe ich mir meine Privatheiligen geschaffen. Und die waren ganz, ganz wichtige Verbündete. Also das war dann der heilige Hugo von Hofmannsthal, das war der heilige Rousseau, der Maler, das war der heilige Schubert. Und zu denen habe ich tatsächlich gebetet und plötzlich hat mir Beten einen großen Spaß gemacht in der Kirche. Weil zur heiligen Agathe, der ich nie begegnet bin, wo ich mir gedacht habe, die kennt mich ja gar nicht, warum soll die für mich was tun? Beim Schubert habe ich immer rührend und größenwahnsinnig gedacht, der kennt mich sicher. Der muss spüren, wie ich ihn liebe. Der muss spüren, was es für eine Herzensverbindung zwischen uns gibt. Also gut, ich höre jetzt da auf. Aber ich hoffe, dass diese vom Hundertsten ins Tausendsten führenden Splitter in Summe dann irgendeine Erhellung geben. Haben Sie sich denn, wenn Sie schon sagen, Sie sind in der Familie so in so einer Dissonanz groß geworden, haben Sie sich denn jemals, was man heute den jungen Leuten unterstellt oder was Sie vielleicht auch selber tun, sich zu Ihrer Generation zugehörig gefühlt, also den nach dem Krieg geborenen, 47 geborenen, später dann so ja, mit vor und nach 68 irgendwie auf den Barrikaden gestandenen. Ist das eine Art von Zugehörigkeit, vielleicht auch aus einer Abwehr, Gegenwehr, die Sie als Identität beschreiben würden? Also Identität war am Anfang ziemlich schwierig, weil mir hat niemand erzählt, wer ich bin, wo ich herkomme. Das ganze Jüdische war ein Tabu in der Familie, es ist einfach nicht drüber geredet worden. Ich habe das erste Mal drüber, ich war ein elender Schüler und ich war, glaube ich, in fast jeder Mittelschule, die bereit war, mich zu nehmen. Und wie dann mein Vater
für dessen Tod ich immer gebetet habe. Ja? Wann ist er denn gestorben? 1958, da war ich 12, er war 64. Ich habe einen sehr alten Vater gehabt, mein Vater ist 1895 geboren. Also eigentlich in meiner Generation wäre das der Großvater gewesen. Und dieser Mann, der im Ersten Weltkrieg als Offizier für den Kaiser hoch zu Pferd in Italien gekämpft hat, war dann weg. Und ich war mir ganz sicher, wie er tot war, dass der nur gestorben ist als ein Geschenk meiner Heiligen an mich. Ich war mir ganz sicher, der heilige Schubert, der heilige Hofmannsthal, der heilige Raimund, der heilige Picasso, die haben das gemacht. Und ich habe nicht weinen können, wie er tot war. Und ich sehe, das ist ein ewiges Bild, das ich sehe. Ich bin im Kollegium Kalksburg und meine Mutter hat eine weiße Renault Fleurit gehabt. Und so schneeweiße Autos waren damals was ziemlich Ungewöhnliches. Und die Nummer war W25300. Und die Fahrt, diese Allee auf mich zu. Und wie ich das weiße Auto gesehen habe, habe ich gewusst, der Papi ist tot. Und habe mich aber noch nicht jubeln getraut und bin die Stiegen runtergelaufen auf meine Mutter zu und die hat gesagt, ich muss dir was, und ich habe gesagt, der Papi ist tot, und sie hat gesagt, ja. Und ich habe gesagt zu mir, ich bitte dich, wein, das ist so entsetzlich peinlich, wenn du jetzt nicht weinst. Dein Vater ist gestorben und ich wusste schon, weil 1958 ist auch der Pius XII. Gestorben und wir mussten schon weinen, als Schüler, weil unser heiliger Vater gestorben ist. Und ich habe mir gedacht, der heilige Vater ist jetzt gestorben. Sie weinen? Und nein, habe ich auch nicht können. Obwohl man ein Malzzuckerl bekommen hat, wenn man wirklich gut geweint hat. Und jetzt habe ich schon beim zweiten Vatertod nicht weinen können. Und dann bin ich zum Generalpräfekten geführt worden und der hat mir, was mir sehr unangenehm war, über den Kopf gestreichelt, weil der immer grausam war. Und ich ja so eine Art von Klassendepp war, weil ich war kein guter Sportler, ich war kein guter Raufer, ich war nicht opportunistisch angepasst für so eine Gruppe. Wir waren 60, 70 Kinder in einem riesigen Schlafsaal. Ich habe diese Gerüche verachtet, ich habe es nicht ertragen können, wie die Buben älter geworden sind, dass die im Winter auf diesen Eisenofen, den es damals noch gab, so einen richtigen Kanonenofen, der dann zu glühen begonnen hat, dann haben sich alle als Sport in der Nacht aufgestellt und haben auf diesen Ofen drauf onaniert. Und das waren so die Bilder und es war alles, was ich nicht wollte auf einmal. Ich wollte Blumen um mich haben, ich wollte eine schöne Bettwäsche haben, ich wollte nicht auf einen Gekreuzigten schauen. Wenn, dann hätte ich gerne auf einen Auferstandenen geschaut. Ich finde den Gekreuzigten ein ganz problematisches Logo. Und ich finde, dass das, was anzubieten wäre, ist ein Gespräch, das ich mal mit dem Kardinal König gehabt habe, wäre eben der Auferstandene. Und ich habe dann zu ihm gesagt, jetzt stellen Sie sich vor, der wäre am elektrischen Stuhl gestorben oder der wäre erhängt worden, was da hängert jetzt einer am Schnürl da. Und der Kardinal König hat was Interessantes gesagt, er hat gesagt, ich glaube, dass das eine schöne Idee von Ihnen ist, nur das Logo ist jetzt wirklich schon eingeführt. Und da habe ich ihm natürlich recht geben müssen. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen mit meinem Vorschlag. Aber ja, der Vater, der dann für mich sozusagen gestorben ist, damit ich durchatmen konnte. Und dann hat mich meine Mutter in ein Internat nach Bad Aussee gesteckt. Und Bad Aussee, ich erzähle es jetzt eigentlich wirklich Ihnen, weil die Österreicher werden es vielleicht ein bisschen wissen oder manche sogar gut, war die letzte Enklave, die es in Österreich gegeben hat, mit Hardcore-Nazis. Und da gab es noch einen, ich habe damals... Soll das Gold nicht im Toplitzsee liegen? Oder die Wagner-Partituren, die verschollen? Und die falschen Pfundnoten. Ja, genau. Aber es gab dort einen Obersturmbahnführer Höttl, der die rechte Hand vom Kaltenbrunner war. Mhm. Der Kaltenbrunner ist einer der größten Verbrecher in der Geschichte der Menschheit. Und der hat alle seine Kameraden verraten an die Amerikaner in den letzten Kriegstagen. Und das fanden die Amerikaner natürlich großartig und haben ihm alle Strafen erlassen. Der wurde auch nicht einmal entnazifiziert oder irgendwas. Der war per Befehl des Mufti kein Nazi mehr. Und dann hat man sich überlegt in der Steiermark, was kann man mit einem wirklichen Nazi-Verbrecher tun, wo der harmlos ausgesorgt hat. Am besten ist, man macht ihn zum Schuldirektor. Und so kam ich in dieses Internat nach Bad Aussee
wo auch sehr viele alte, entlassene Universitätsprofessoren, die schwer belastet waren, dann Mathematik unterrichtet haben und so niedere Schultätigkeiten gemacht haben. Und der hat mich ins Klassenzimmer geführt. Da waren nur Kinder relativ reicher Eltern, wenn sie nicht aus dem Dorf waren, die gegen Bezahlung durchkommen sollten. Also Kretals, so wie ich. Und der hat mich in die Klasse geführt und gesagt, das ist der Heller, ein neuer Schüler, setzt euch nicht neben ihn, in seinen Adern fließt böses Blut. Und ich habe mir gedacht, wovon redet der? Und das war mein Erweckungserlebnis über Jüdisches. Ja? Und dann habe ich mit meiner Großmutter mal drüber gesagt, ja, ja, schon, der Papi war und so. Und das war so eine Augenblickspolitisierung von mir mit 15, ganz spät. Und ein paar Wochen später war in Bad Aussee der Tag der deutschen Burschenschaft. Die haben so getan, wie wenn es keine Grenze gibt. Mhm. Und die sind dann mit Schmiss und mit der Wix, wie man das nennt, der Montur, zum Kriegerdenkmal gezogen und haben dort gesungen, die Gaskammern waren zu klein. Wir bauen größere später, da kommt ihr alle hinein. Und da habe ich was ganz Merkwürdiges gemacht, wie ein Pavlovscher Reflex, den mir keiner beigebracht hat. Habe mich in den Zug gesetzt und bin nach Graz gefahren, ins Büro vom Landeshauptmann von Graz damals, von Steiermark, und habe sagen wollen, sie, die singen, die Gaskammern waren zu klein. Und da war eine Sekretärin, die hat mich sofort abgewimmelt und ich habe gesagt, sagen Sie das bitte, da muss was unternommen werden. Und die hat gesagt, ja, ja, fahr wieder nach Hause. Und bin wieder zurückgefahren und wie ich nach Aussee zurückgekommen bin, haben die im Internat schon gewusst, dass ich dort war, haben die schon angerufen und gesagt, passen Sie auf Ihre Kinder besser auf, die machen da Ausflüge, um uns zu belehren. Und von da an war irgendwie mein Leben anders und ich habe alles begonnen in Frage zu stellen und habe mich politisch auch von der Familie abgewandt. Das war ein erzkonservatives Denken und bin dann über den Bruno Kreisky sozusagen in die Sozialdemokratie hineingekommen, das ist eine ganz andere Geschichte. Und heute bin ich bei keiner Partei und halte sie alle für gescheitert und denke mir, dass jetzt demnächst der Herr Strache bei uns triumphieren wird, ist ein Arbeitsergebnis der Regierenden und der Herr Strache hat dazu relativ wenig getan. Und daher bin ich auch nicht bereit, die Regierenden zu wählen, nur weil ich mich vor dem Strache so fürchte. Warum sind Sie denn nicht in die Politik gegangen? Also ich habe zweimal in meinem Leben Angebote gehabt, in die Politik zu gehen. Kulturminister Kulturminister zu werden, einmal Staatssekretär und einmal Minister, gab es ein Angebot. Und das war für die Eitelkeit oder für die Biografie, da denkt man dann an Malraux oder so, aber das ist der Einzige, an den man denkt. Das hat mir als Angebot schon gefallen. Aber dann habe ich mich erkundigt und bin draufgekommen, es muss im Ministerrat einstimmig, da gibt es ein Einstimmigkeitsprinzip. Und man hätte, das muss man auch sich immer bedenken, wenn man solche Angebote bekommt. Oder wenn man Minister sieht, dass jeder Unsinn, den zum Beispiel ein Innenminister fordert oder der da durchgesetzt ist, der muss dann einstimmig getragen werden dort. Ich hätte es nicht können. Ich bin ein viel zu großes Luxusgeschöpf auch. Ich kann mich in so einer Gruppe nicht ein. Ich könnte auch nicht für Künstler als Schutzpatron arbeiten. Ich halte die Künstler für eine besonders problematische Gruppe. Sie wünschen sich immer das Beste und jedem anderen den Untergang. Und sie sind die undankbarste Gruppierung, die es gibt. Sie haben immer das Gefühl, ihnen steht alles zu und dem Rest gar nichts. Und überhaupt halte ich die Kunst für einen sehr fundamentalistischen Betrieb. Sie haben vorhin gesagt, Sie seien aus der Kunst ausgestiegen. Ausgetreten, wie man aus der katholischen Kirche austreten kann oder aus einer Partei austreten kann. So sind Sie aus der Kunst ausgetreten. Ja, ich war nie Mitglied einer Partei. Ich war nie Mitglied der Sozialdemokraten. Ich war Mitglied einer Freundschaft mit dem Bruno Kreisky. Und dann gab es noch ein paar andere Freundschaften. Und das war auch interessant, weil das muss man heute auch manchmal in Erinnerung widerrufen, welche Reformen überfällig waren Anfang der 70er Jahre, was die Position von Frauen in Österreich war. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Die mussten ihre Männer fragen, wenn sie studieren wollten. Die konnten nicht Vormünder ihrer Kinder werden, wenn nicht der Mann zugestimmt hat. Wenn ich mit den Schularbeitenheften nach Hause kam, durfte
wenn die Eltern getrennt waren, nicht die Mutter unterschreiben. Wie mein Vater starb, durfte meine Mutter nicht mein Vormund werden, sondern ein grauenhafter Bruder meines Vaters, den ich nur losgeworden bin, indem ich ihn vollkommen ohne Grund eine Ohrfeige gegeben habe. Weil ich mir gedacht habe, das wirkt wahrscheinlich. Und er hat gesagt, mit so einem Rotzbuben möchte ich in keinster Weise verbunden sein. Wie die Situation der Homosexuellen war, vor die Reformen kamen in den 70er Jahren. Viele meiner Freunde sind mit 3,5 Füßen im Gefängnis gestanden. Wie es auf den Universitäten zugeht. Also es gab hunderte Reformen, die damals geschehen sind. Und man war richtig stolz, Teil einer Bewegung zu sein, die diese Reformen endlich in Angriff nehmen, auch in der Kulturpolitik. Also ich bin aber nie Mitglied von was gewesen. Der Kunst, aber in der Kunst waren Sie Mitglied. In der Kunst habe ich mir gedacht, so viele Menschen, die ich liebe, die ich verehre, von denen ich was gelernt habe, sind da Mitglied. Und dann habe ich gemerkt, so wie ich das angehen will, dass ich meiner Neugier folgen muss, dass ich mich nicht um den Zeitgeist kümmern darf, sondern um das, was meine Seele als Bedürfnis anmeldet, da muss ich oft Projekte machen, die überhaupt nicht in oder gefragt oder erlaubt sind. Und ich habe mich dann ja interessiert für Gebiete, die keinen Menschen interessiert haben zu dem Zeitpunkt. Ich fand zum Beispiel in den Manifesten der Surrealisten und der Dadaisten immer wieder diese Bewunderung für Zirkus und Varieté oder auch für Leute wie den Fred Astaire oder für den Charlie Chaplin und so. Und wie ich mir gedacht habe, aber das müssten wir jetzt mal umsetzen. Machen wir doch einen Zirkus oder machen wir eine Varieté. Dann war das schon alles vergessen. Die haben zwar den Breton geliebt oder den jeweiligen Oberbefehlshaber dieser Strömungen. Aber wie ich das dann begonnen habe, galt das sofort als Afterkunst. Und dann habe ich mir gedacht, dann ist doch gescheitert, man nennt es überhaupt nicht Kunst, sondern man nennt es beim Namen. Dann ist halt ein Zirkus. Ob der zur Kunst zugehörig ist oder nicht, ist doch vollkommen uninteressant. Interessant ist, welche Energie hat was. Macht es mich fähiger oder schüchtert es mich ein? Gibt es mir eine Ermutigung? Gibt es mir eine Inspiration? Und das heißt überhaupt nicht, dass ich jetzt, dass da keine Missverständnisse auftreten. Für mich waren die sehr viele Avantgardisten riesige Ermutigungen. Im ersten Zirkus Roncalli sind die Seiltänzer zu Gedichten von Klebnikow übers Seil gegangen. Das war nicht der Nostalgie-Zirkus, den ich inszeniert habe. Und zu Musiken vom Stravinsky sind die Artisten aufgetreten. Und mir war hochinteressant, was die russischen Avantgardisten gemacht haben. Und mich hat von allererster Sekunde an auch interessiert, was Leute wie der Konrad Beyer gemacht haben oder der Artmann sowieso bei uns, wo andere schon noch beim Wagerl waren hier in Österreich. Aber ich habe gemerkt, es ist besser, man nimmt sich aus dem heraus und holt sich nicht immer Erlaubnisse. Der Kunstbetrieb ist ziemlich ähnlich organisiert, wie die katholische Kirche lange Zeit organisiert war und sich jetzt gerade verändert. Da gab es Kunstpäpste, es gab Kardinäle, es gab Beichtväter, es gab ein Fußvolk Kerzelweiber. Das alles gibt es auch im Kunstbetrieb. Und da kennt man sich aus. Da kennt man sich aus, aber da muss man dann zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun. Und ich musste zum richtigen Zeitpunkt, und jeder sollte zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tun für seine Entwicklung. Ist doch vollkommen unmöglich. Wie ich jung war, war zum Beispiel Geschichten erzählen verboten. Ja, da war der Nouveau Roman. Und das heute auch. Ja. Ich bin ein Geschichteljud. Mich interessiert über alle Maßen, was der Josef Roth gedacht hat und wie er es mir erzählt. Ich gehe zu den Rabbis, ich will, dass die mir was erzählen und ich möchte gern zuhören und möchte ihnen in die Augen schauen und möchte einen Zauber spüren. Und der Erste, der dieses totale Tabu damals aus meiner Generation durchbrochen hat, war der Handke mit dem Buch Das wunschlose Unglück. Der hat gesagt, ich will diese Geschichte von meiner Mutter erzählen. Und ich habe mir gedacht, das ist gut, dafür bin ich dem Handke auch ewig dankbar. Dann kann ich vielleicht einmal auch meine Geschichten erzählen, die so anders sind wie die, weil alle wichtigen Schriftsteller aus meiner Generation sind aus vollkommen anderen
Familien und sozialen Umfeldern gekommen als ich. Ich war der letzte Restposten aus dem Großbürgertum, dem jüdischen. Und ich habe natürlich nicht am Bauernhof, wie der Josef Winkler, über den ich vorgestern einen stundenlangen Film gedreht habe, diese entsetzlichen Erlebnisse gehabt, sondern ich habe andere schreckliche Erlebnisse gehabt, die aber kaum jemand in meiner Generation hatte, in Österreich, in Deutschland war es anders, weil in Österreich ja die ganzen Emigranten nie einer zurück eingeladen hat. Sie müssen sich vorstellen, dass erst in den 80er Jahren der Bundeskanzler Franitzky das erste Mal den Emigranten gesagt hat, wir würden uns freuen, wenn ihr wieder kommt. Also die waren alle unerwünscht, sind, wenn sie gekommen sind, trotz der Unerwünschtheit gekommen. Und dieses Fehlen des Großbürgertums, das ist einer der wirklichen Triumphe vom Hitler, dass das Großbürgertum ausgerottet wurde. Und was war das Großbürgertum? Das waren die Zeitungsgründer. Das waren die, die Zeitungen eingefordert haben, die man lesen wollte. Das waren die Mäzene. Wenn Sie gehen in den Wiener Musikverein und lesen diese Tafel, wo auch ein Großvater von mir draufsteht als Gründungsspender, dann sehen Sie, ohne die hätte das musikalische Wien nicht funktioniert. Ohne die hätten die Galerien nicht funktioniert. Die Ringstraße, da ist jetzt eine Ausstellung, wo ich gesagt habe, aufpassen, tut es nicht so viel protzen, was unsere jüdischen Familien alles gemacht haben. In der Ringstraße ist jedes zweite Palais gebaut worden von irgendwelchen jüdischen Industriellen. Und das war weg nach dem Krieg. Und ich glaube, es waren auch viele weg, die keine Juden waren, die gesagt haben, in dieses Land gehe ich nicht mehr zurück. Und ich habe einige davon dann getroffen in der Welt draußen. Und das hat zu etwas geführt, was mich immer beschäftigt hat, dass es natürlich sehr viel leichter war, eine große Nummer zu werden in diesem Land nach 45 als vor 38 oder gar vor 18. Die natürlichen Angehörigen einer zweiten und dritten Garnitur hatten es ganz leicht, plötzlich erste Garnitur zu spielen. Und das ist eine der Wunden, an denen Österreich leidet. Was meinen Sie mit zweiter und dritter Garnitur? Weniger Begabte, weniger mutige, rauschhaft Experimente einfordernde Wesen. Das ist, weil man den anderen misstraut, also weil die anderen erst nicht mehr da waren, die waren sozusagen. Nicht mehr da. Und wenn sie dann kamen oder wenn sich der Restposten André Heller plötzlich irgendwie da war. Ich bin jetzt nicht die Antwort auf all das, was ich vermisse, aber ich bin sozusagen ein winziger Splitter aus diesem Holz, der zufällig hier gelandet ist. Weil mein Vater uns nicht nach Paris mitgenommen hat, sondern gesagt hat, das stört sie mich, bleibst da, sonst wäre ich in Paris aufgewachsen. Ich bin bei meiner Geburt Franzose gewesen mit einem französischen Pass. Aber hat man Ihnen denn in der Arbeit, so in der Kunst- und Künstlerszene, so diesen großbürgerlichen Stallgeruch übel genommen? Manche schon, ja. Also ich habe mir zum Beispiel Jahrzehnte anhören müssen, dass ich eben im entscheidenden Augenblick viel Geld hatte. Aber im entscheidenden Augenblick, wie mein Vater gestorben ist, sind wir bankrott gegangen. Und es war sehr gut für uns. Meine Mutter musste plötzlich arbeiten gehen, ist von ihren Freundinnen verlassen worden, hat kaum mehr jemand gehabt, der sie angerufen hat. Das war sofort tabu. Und ich habe gewusst, ich muss was arbeiten. Wenn ich mir ein Buch kaufen will oder eine Radierung vom Klee einmal besitzen will, dann muss ich was arbeiten. Und das haben sie mir aber nicht zugestanden. Also in sehr, sehr vielen Artikeln über mich, sagen wir mal, mindestens bis Anfang der 80er Jahre stand immer, ich bin so privilegiert gewesen, dass immer Geld da war. Also stimmt nicht. Ich habe dann mit 17 zu arbeiten begonnen, was mir wichtig war für meine Ausbildung, weil ich hätte sicherlich viele dieser Arbeiten nicht getan, wenn ich reich gewesen wäre. Also da habe ich wieder einen Schutzengel gehabt, dass das Geld nicht da war. Wie wichtig ist Ihnen denn Geld? Das ist sehr wichtig, weil es ein Produktionsmittel ist. Wenn man meine Fantasie hat und nicht mit dem Staat backeln will, in dem Sinn, dass man subventioniert sein will oder muss, dann ist es wichtig, dass man selber in der Lage ist, Geld zu verdienen oder Menschen so zu bezaubern, dass sie auf die Karte setzen. Und das ist ein altes Streitgespräch zwischen mir und manchen meiner Freunde, also mit dem Luc Bondy oder mit dem Zadek habe ich oft darüber gestritten und gesagt, ihr seid schon mutig, aber wenn das schief geht, das Experiment, habt ihr immer die Garantie, dass es nachher weitergeht. Ja.
wenn ich mein gesamtes Vermögen und noch den Schmuck meiner Mutter und alles verpfände, um meine vollkommene Hybris-Verrücktheit eines riesigen Feuertheaterbildes in Lissabon im Hafen zu sehen, über Stunden zu Musiken großer Meister der Klassik, und das geht total schief, was passiert ist, dann bin ich halt bankrott und meine Mutter ist bankrott. Und wie stark sind Sie da ins Risiko gegangen, wirklich so bis zum Anschlag? Weg ist weg. Ja, ich kann mir das an manchen Tagen überhaupt nicht erklären, wie man so verrückt sein kann. Aber ich weiß, dass es in mir etwas ganz Erpresserisches gibt. Also es ist so, ich sitze und rede mit Ihnen und plötzlich meldet sich da oben was an. Das ist richtig. Und dann sage ich, was willst du? Und dann sagt es, ich meine, mittlerweile brauche ich das nicht mehr mit Worten erklären. Ich weiß, was es ist. Es will etwas getan werden. Es sagt mir, tu mich, du wirst profitieren, du wirst staunen, du wirst eine Angst überwinden durch mich, du wirst dich in einer großen Gefahr kennenlernen, wenn du mich tust. Und ich bin ein organischer Angstmensch, der sich immer in mutige Situationen bringt und dann da drinnen bewähren muss. Ich glaube, das geht auch vielen Menschen. Und die Angst geht dann weg? Sie kommt später wieder. Mhm. Aber mitten im Tun merke ich plötzlich, es geht. Ich kann mir das zumuten. Und ich würde sagen, es ist mir in meinem ganzen Leben nichts zugemutet worden, das ich nicht erheben kann. Und ich glaube das überhaupt, dass uns nichts zugemutet wird, was wir nicht erheben können, wenn wir darauf achten, dass wir in einer Mindestform sind. Wir dürfen uns nicht unterhöhlen. Viele Menschen, die ich sehr lieb habe, haben alles getan, um sich zu untergraben, waren ihre eigenen Termiten mit Alkohol, mit Drogen. Ich war auch viele Jahre sehr drogengefährdet und habe dann Ende der 70er Jahre von einer Sekunde zur anderen gesagt, wenn ich jetzt nicht aufhöre damit, dann werde ich zugrund gehen. Und das hat aber geheißen, dass ich aufhöre zu singen, Platten zu machen, Konzerte zu geben. Und ich war sehr erfolgreich als Popstar oder was immer das gewesen sein mag. Aber ich konnte nicht auftreten ohne Drogen. Weil man einfach nicht 80 Mal im Jahr auftreten kann und sich vollkommen das Herz aufreißen. Und ich habe immer diese Ambition gehabt, auf der Bühne Menschen zu erschüttern oder zu verwirren oder zu verstören. Normalerweise singt man, wenn man besonders traurig ist oder wenn man gut aufgelegt ist. Aber weil es 20.15 Uhr ist in Amsterdam oder in Aachen und Leute Eintritt bezahlt haben, das war mir nie eine Motivation. Also musste ich mir irgendeine Euphorie verschaffen und das kam über Drogen. Und ich verstehe restlos, warum so viele Performer in diesem Feld Drogen nehmen. Und dann habe ich aufgehört damit eines Nachts in Portugal, in Évora, weiß ich noch, habe ich plötzlich einen Darmstillstand bekommen. Ich habe Schlafmittel genommen, um wach zu sein. Also eine bestimmte Art von Schlafmittel, Mozambin Plus, hatte die Eigenschaft, dass wenn man es übertaucht, wenn ich zum Beispiel vor dem Auftritt es nehme, dann kippt es ins Gegenteil. Mhm. Und man wird für 1,5 Stunden ganz euphorisch, vollkommen schamlos, traut sich alles zu, man hat das Gefühl, wenn ich die Arme ausstrecke, kann ich wegfliegen. Und es war genau das Richtige für so ein Konzert. Mhm. Und ich habe ja Dinge getan in Konzerten, die sie Gott sei Dank nicht erlebt haben, aber die ja aus heutiger Sicht vollkommen unfassbar sind. Ich will das gar nicht reden, weil das klingt so idiotisch eitel, das zu erzählen, aber es war eine heftige Sache. Und dann habe ich aufgehört und dann musste ich aber auch mit dem Singen aufhören. Also ich musste die ganze Karriere mit den Drogen weggeben. Wieso habe ich das jetzt erzählt? Das weiß ich auch nicht mehr. Okay. Nein, aber vielleicht kann man nochmal zurückkommen zu dem Punkt und fragen, Sie haben vorhin gesagt, Sie waren immer auch in der Kunst ein bisschen der andere, also der Geschichten erzählen wollte, als man keine Geschichten erzählte, derjenige, der Zirkus gemacht hat, als alle gesagt haben, das ist doch nur Unterhaltung und Showgeschäft. Also, aber gleichwohl hat das doch wahnsinnig gut funktioniert. Also wenn man jetzt so zurückschaut auf diese Strecke, dann ist das doch Erfolg, 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 Erfolg. Naja, so ist es nicht, aber es sind ja auch oft die größten Erfolge, die Misserfolge, nämlich jetzt ohne Koketterie. Mhm.
Erfolg ist etwas, aus dem ich verändert hervorgehe und das mich nicht nur verwandelt hat, sondern auch woanders hingestellt. Ja? So. Und deswegen kann ein Außenstehender nie beurteilen, was ein Erfolg oder ein Misserfolg war. Ich habe viele Projekte abgebrochen, wie sie sehr erfolgreich waren. Das war für meine Leute, mein Management oder mein Steuerberater immer vollkommen unverständlich. Aber wenn ich das Gefühl gehabt habe, da kann ich überhaupt nichts mehr lernen, dann bin ich weitergegangen, weil es ja doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und weil es auch sehr viel Angst verbraucht, weil jemand, der so wie ich denkt, wenn Sie jetzt von zu Hause weggehen und Sie kommen daher und ziehen sich was an und gehen durch den Regen oder durch den Sonnenschein, wohin? Und dann setzen sich hier 2 Stunden hin und hören uns zu, dann ist das ja ein unglaublicher Einsatz, den sie bringen. 2 Stunden aus ihrem Leben. Und wenn man 2 Stunden aus einem, immer wohlmerklich, kann es ihnen passieren, dass sie hier sterben. Ja, jedem von uns kann es ununterbrochen passieren, dass es das ist. Ich habe das auch übrigens schon oft erlebt. Seltsamerweise erlebe ich das relativ oft, ich meine, glaube 4 oder 5 Mal, dass im Theater vor mir jemand tot umfällt. Und was, Sie müssen sich nicht fürchten. Und ich finde, dass das wirklich so geschwollen, das klingt, eine unglaubliche Verantwortung ist, Leuten zu sagen, kommt's zu mir. Und man wirbt ja auch für sowas. Man wirbt ja für eine Opernvorstellung, man wirbt ja für einen Film. Kommen Sie zu mir, das werden Sie nicht bereuen. Das sagt man ja bis zu einem gewissen Grad. Und da ich mindestens 30, 35 Jahre sehr ernsthaft so denke, ist das immer schrecklich für mich, wenn eine Vorstellung von was ist. Ja? Zum Beispiel Afrika irgendwo war oder begnadete Körper oder irgendwas von mir. Dann denke ich mir immer, geht das gut? Ich weiß ja auch, was alles schief gehen kann. Das heißt, wenn jetzt 3 Vorstellungen am Abend irgendwo sind und noch eine Zeitverschiebung, dann ist man 5 Stunden in Dauerangst. Da kann ich mit niemand reden, da gehe ich spazieren, warte auf Nachrichten, ob alles gut geht. Das heißt, auch da bin ich wieder wie fürs Konzert eigentlich ungeeignet. Bin ungeeignet, bestimmte Erfolge routinemäßig hinzunehmen. Und deswegen denke ich mir, das ist schon eine ernste Sache, sich anzumaßen, dass die Menschen sich das anschauen sollen, was man tut. Und ich habe viele Erfolge gehabt und ich habe aber auch aberwitzige, pompöse Misserfolge gehabt, die mich auch sehr interessiert haben. Und ich mir gedacht habe, ah, schau, sowas erlebst jetzt du, das wird wahrscheinlich kein anderer erleben, dass die FIFA diese größte Veranstaltung aller Zeiten, die sie vorhatten, die wollten 2006. Das größte Fernsehereignis in der Geschichte der Menschheit machen. Und wir haben das Olympiastadion in Berlin gehabt, wir haben geprobt, wir hatten von Jesse Norman, verzeihen Sie, Bob Dylan, hatten wir alle engagiert, der Peter Gabriel, der Brian Eno haben die Musiken gemacht. Ich wollte unglaubliche Bilder schaffen mit 1000 Mitwirkenden, die Kostüme, die Choreografien, es war alles fertig. Und dann lädt mich dieser grandiose Gangster Sepp Blatter vor und sagt, wir machen das nicht. Und ich habe gesagt, was meinen Sie? Die Brasilianer wollen im Olympiastadion auf dem Rasen trainieren und das ist wichtiger, bei uns geht es um Fußball. Und ich sage, das haben doch Sie beschlossen. Und er hat gesagt, Sie brauchen sich gar nicht aufregen, wir zahlen alles. Er hat gesagt, aber wir arbeiten ja seit Monaten dran. Herrlichsten Kreativen. Und dann haben die 23 Millionen Euro dafür ausgegeben, dass das nicht stattfindet. Und dann habe ich mir gedacht, wer erlebt es, 23 Millionen Euro, dass was nicht passiert? Ja? Aber an was haben Sie dann gezweifelt oder an was sind Sie in so einem Moment, verzweifeln Sie dann? Nein, da denke ich mir... Sind Sie wütend? Sind Sie enttäuscht? Haben Sie so eine Distanz, dass Sie sich das so aus der Ferne anschauen und sagen, schau, da stehst du jetzt drin. Und das ist ja eine luxuriöse Situation, dass man sagt, tut uns zwar leid, aber hier sind die 23 Millionen. Ja, aber das ist ja nicht ich gekriegt. Nein, aber stellvertretend. Nein, ich finde es nicht eine luxuriöse Situation, sondern es ist eine Schändung von Menschen. Ja?
wie wenn das, was wir an Zeit, an Liebe, an Genauigkeit, an Tiefe, an Erstaunlichem eingesetzt hätten, mit Geld zu bezahlen gewesen wäre. Ja? Man kann nicht, wenn man den Kleiber dirigieren gesehen hat, sagen, das ist mit Geld und dann ja, er war schon der Meinung, dass man das mit Geld aufwiegen konnte. Ja, er hat sich auch teilweise mit Autos bezahlen lassen. Aber ich glaube, das ist nicht mit Geld zu zahlen. Und ich glaube ja auch, dass... Was haben Sie dem Blatter denn dann gesagt? Also was sagen Sie, das ist eine Unverschämtheit? Oder haben Sie versucht, sich ihm verständlich zu machen? Nein, das war vollkommen ausgeschlossen. Es ist völlig wurscht, oder? Ja. Er war der Ansicht, und das weiß man ja mittlerweile auch sozusagen gerichtsbekannt, dass das Geld alle Wunden heilen kann. Mhm. Ja? Und ich habe es nicht als Wunde empfunden, sondern ich habe mir gedacht, das ist ein einzigartiges Erlebnis. Mhm. Und es gibt eben dieses Motto, das ich vorher so nebenbei fallen lassen habe. Ich habe einen ganz geliebten Freund gehabt, einen Maler, Dichter, der hat Kari Hauser geheißen. Und ein großer, wichtiger Österreicher, der freiwillig vor den Nazis weggegangen ist, weil er gesagt hat, ich möchte nicht in einem Territorium sein mit solchen Monstern und Menschenverächtern und Verbrechern. Ist dann in die Schweiz gegangen, dort hat er sofort Malverbot bekommen, weil die Schweizer waren ja auch nicht von schlechten Eltern. Und dann, nach dem Krieg, kam er zurück und ich war so ein Pfarrkind und er ist immer in diese 10 Uhr Messe gegangen in Hitzing. Und ich war dort Lektor als Kind und habe mit einer großen Ambition, nämlich mit etwas, was die katholische Kirche, aber der Herr Abt ist da, vielleicht nimmt das auf, von sich gewiesen hat. Ich habe nämlich diese Lesungen mit verschiedenen Stimmen gemacht. Das ist nicht üblich. Er sagt, in jener Zeit, da ging vom Jesus sprach zu den Pharisäern. Es hat immer diesen Ton. Und bei mir haben alle, die gesprochen haben, eine eigene Stimme gehabt. Und der Jesus hat ein bisschen getuttelt und die Pharisäer, sie haben so gesprochen und so. Ich fand das interessant, es war ein großer Erfolg, die Kindermesse war immer voll. Und dem Kari Hauser hat das gefallen und der hat mich dann mal zu sich geladen und ich bin naiv der Einladung gefolgt, der hätte auch ein Kinderverzahrer sein können, aber ich habe ihm vertraut und der hat dann Laden geöffnet und da waren dann Zeichnungen vom Kubin drinnen oder von seinem Freund Kokoschka oder ein schönes Aquarell vom Schiele und das habe ich dringend gebraucht als Input, weil bei uns zu Hause war es anders, war zwar Musik was Wichtiges und wenn Übertragungen von den Salzburger Fest, das wird Ihnen gefallen, von den Salzburger Festspielen war und es war eine Mozart-Oper und es hat dieses damals grandiose Ensemble, das wir alle kennen, mit Schwarzkopf und Hilde Gün und wie die alle hießen, dann haben wir uns elegant angezogen. Und die Köchin hat ein Kleid meiner Mutter bekommen und war so elegant wie nie in ihrem Leben. Und wir sind am Bett meiner Mutter gesessen und haben Figaros Hochzeit oder sowas gehört. Und wir wussten, da muss man sich auch zu Hause anständig anziehen. Also das war schon, die Kultur haben wir gehabt. Und der Kari Hauser, der mich dann ein Leben lang begleitet hat, hat eines Tages ein Porträt von mir mit einem umgedrehten Pinsel, mit dem Holz vom Pinsel gemalt, sehr schönes, ich habe es zu Hause. Und ich habe ihm gesagt, du schreibst jetzt bitte drunter, was dir zu mir einfällt. Und da hat er mich so angeschaut und hat drunter geschrieben, nie was man will, immer was wird. Und ich habe gesagt, bist du verrückt, immer was ich will. Und er hat gesagt, Wort. Und heute weiß ich, das ist einer der gescheitersten Sätze, der mir je anvertraut wurde. Und das haben Sie präsent, auch in so einer Situation mit dem. Ja, mit nie, der was FIFA man will. Ich wollte, dass das stattfindet und geworden ist es ein Desaster von hochinteressanten Erfahrungen. Weil ich musste ja dann mit allen anderen dealen. Ich musste ja die alle trösten, weil die waren alle wütend. Mhm. Ja. Aber nun wusste man ja wahrscheinlich schon auch 2006, dass die FIFA kein so ein komplett astreiner Verein mit super weißer Weste war. Ja, und wenn Sie sich, wenn also Sie für die arbeiten, wenn Sie sich von denen bezahlen lassen, ist das für Sie ein Nein, ich war nicht bezahlt von der FIFA, nur bei diesem einen Projekt. Hm. Das Kulturprogramm hat ja der Gerhard Schröder mit dem Otto Schilly ins Leben gebracht. Hm. Und wir haben 240 Kulturprojekte
in, glaube ich, 73 Ländern gehabt. Und wir hatten da so viele Zuschauer insgesamt wie in den Stadien auch. Und wir haben Bücher und Filme und alles gemacht. Aber das war das Kulturprogramm der deutschen Bundesregierung. Mhm. Und das Einzige, wo ich wirklich mit der FIFA Kontakt hatte, war bei dieser Gala. Und das war auch ein Beschluss bei mir in Gardone, das war interessant, da ist der Blatter gekommen und der Schröder und der Schilly und der Beckenbauer natürlich. Da sind wir bei mir im Haus in Gardone Riviera am Gardasee gesessen und der Schröder ist irgendwie ganz normal gekommen mit irgendeinem Flugzeug und dann mit einem Auto gefahren. Und der Einzige, der mit einer Eskorte und Blaulicht kam, war der Blatter. Und da haben wir schon sehr gewitzelt. Da gibt es auch eine Eintragung im Gästebuch in Gardone mit diesem Thema. Ja, ich habe mit Sport nichts am Hut gehabt, habe mich für Fußball nicht interessiert. Und da hat mich der Beckenbauer abgeholt und hat gesagt, mach uns die Bewerbung für Deutschland, weil du hast vielleicht einen anderen Blick auf Deutschland. Ich habe gesagt, das ist ganz unkompliziert, der Blick, euch mag niemand. Und ihr werdet das nicht gewinnen, wenn ihr euch nicht was einfallen lasst, wo ihr erstaunt. Und da hat er gesagt, dann mach einfach, was du willst. Und ich weiß nicht, ob Sie das wissen, was ich dann dafür die Bewerbung gemacht habe. Das war nicht unkomisch. Ich habe dann gesagt, Franz Beckenbauer, ich bitte dich, auch wenn du ein schlechter Schauspieler bist, vertrau mir, mach das, was ich dich bitte zu tun. Und dann war Folgendes, da war die Bewerbung, da saßen dann alle Mitglieder aus Fußball-Weltländern und am Schluss mussten die abstimmen, wer kriegt jetzt diese Fußball-Weltmeisterschaft. Und der Beckenbauer, da haben drei oder vier Kandidaten sich beworben, da sind immer die Bundespräsidenten dieser Länder oder die Staatsminister oder irgendwer aufgetreten. Und für Deutschland kam eben der Beckenbauer und der hat sich da hingestellt und hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, ich bin so aufgeregt. Mir ist ganz schlecht. Wenn ich das jetzt nicht schaffe hier, Ihnen kann es ja egal sein, aber meine Mutter zum Beispiel, und ich sage Ihnen, ich habe Träume in letzter Zeit, die sind so entsetzlich. Und wenn ich aufwache, brauche ich 4-5 Stunden, um mich zu erholen. Aber ich zeige es Ihnen. Und da habe ich einen Film gedreht gehabt, die Albträume des Franz Beckenbauer. Das war ein rein surrealistischer Film, wie er in einem riesigen Stadion, wo 100.000 Zuschauer sind, in einem Eisenbett liegt. Und dann kommen lauter Heimsuchungen, Hunde, die ihn mit Fußbällen traktieren und riesige Tore, in denen er sich in den Maschen verheddert und am Grunde des Meeres spielen Fische Fußball und ertränken ihn. Es wurde immer ärger und ärger. Und die Leute haben sich gedacht, was ist das, wieso? Dann war das vorbei, dann hat er gesagt, also so geht's mal jede Nacht. Schauen Sie mich nicht so an, das sind meine Träume. Und dann hat er gesagt, ich weiß schon, es ist wichtig, ich muss hier reden über Hotels und Fluglinien und Bahnhöfe. Und dann hat er begonnen, aus seiner Tasche so kleine Hotels und Autos und Flugzeuge und Flughäfen zu nehmen. Und er hat gesagt, das wissen Sie doch eh, dass wir das können. Wir können bauen, wir können das alles machen. Jesus, ich habe vollkommen vergessen, dass vor der Tür Leute stehen, kann ich die hereinholen? Also so war die Präsentation. Und dann haben die gesagt, ja, na bitte, wer steht denn? Naja, die werden nichts sagen, die wollen nur dabei sein und uns die Daumen halten. Dann ging die Tür auf, dann kam herein Gerhard Schröder, Otto Schilly, Claudia Schiffer, Boris Becker, alle Superstars. Deutschland. Und die haben sich hinter dem Beckenbauer aufgestellt und haben so... Und der Schröder hat vorher zu mir gesagt, eins sage ich da, wenn ich da fliege von Berlin her, kein Wort reden darf, eine Dreiviertelstunde hinter dem Beckenbauer stumm stehe und Daumen halt und wir gewinnen das nicht, dann haben wir wirklich ein Problem miteinander. Und so war diese ganze Präsentation war auf eine solche Verrücktheit gestimmt. Ich behaupte nicht, dass Deutschland das deswegen bekommen hat, weil ich glaube, dass hinter all dem Schiebungen stehen. Aber es hat sicher wenigstens eine bestimmte Art von Deutschland hat keine Selbstironie oder so geholfen, ein bisschen abzubauen. Das ist jetzt ein bisschen ein holzhammerartiger Übergang, aber sind Sie denn der Meinung, dass man Deutschland heute mehr mag? Ach, ich glaube nicht, nein. Schade. Ich glaube, dass Deutschland einen Hype hat in vieler Hinsicht. Aber da kommen wir jetzt dann zu einem
ziemlich ernsten Thema, das wir gern auch besprechen können. Ich glaube, das finde ich so interessant, und das sind Gespräche, die ich mit meinem Sohn und seinen Freunden führe. Es wird nie mehr was sein, wie es war vor 2-3 Jahren. Ich komme aus einer Generation, die immer gesagt hat, wir haben das Privileg, keinen Krieg erlebt zu haben. In unseren unmittelbaren Ländern. Jetzt sind wir in einem Krieg und sind berührt von diesem Krieg. Und es wird nie mehr, die schönen Tage von Aranjuez sind vorüber. Das kann man wirklich sagen. Und diese Generation meines Sohnes, die so sehr stark apolitisch ihren Neigungen nachgegeben hat, die habe ich unlängst bei mir um einen Tisch herum sitzen gehabt und da haben zwei geweint. Und dann hat einer gesagt, ich habe mir nie gedacht, dass diese wilde Jugend so früh vorüber sein wird. Und das verstehen die. Die verstehen, da ist jetzt was geschehen, das stimmt unsere Gesellschaft auf einen anderen Ton. Und wir müssen lernen, nicht nur anders zu reden, sondern auch uns auch anders zu verhalten, oder es wird alles krachen. Und ich lebe ja das halbe Jahr in Afrika, in Marokko. Und ich finde manche Debatten bei uns von einer Naivität, die herzzerreißend ist. Also zu glauben, dass man Menschen aus Ländern, die keine Perspektive haben, die kein Wasser haben, die keine Arbeitsplätze haben, die eine vergiftete Umwelt haben, die von großen Firmen ausgebeutet werden, bis zum Äußersten unter Beteiligung der Regierung, dass man denen sagen kann, verreckt zu Hause. Und dass die nicht auf die Idee kommen und sagen, wenn ich nur 5% Chance habe, zu überleben da drüben, dann mache ich mich auf den Weg. Und wenn sie zu Hause nur mehr 2% haben, dann sind 5% eben viel. Und das alles zu einem Zeitpunkt, wo die ganz heftigen Gründe noch gar nicht ganz heftig eingesetzt haben, nämlich der Klimawandel. Wir werden Millionen und Millionen Klimaflüchtlinge haben. Und im Übrigen hat auch der Syrienkrieg was mit der Klimakatastrophe zu tun, denn diese Abwanderung von den Dörfern von Tausenden und Zehntausenden und Hunderttausenden ist vorausgegangen, eine 5-jährige Dürreperiode in Syrien. Also sich vorzustellen, wir könnten Zäune bauen und in Marokko Lager errichten und dort werden dann 7, 8, 10, 12, 15, 30 Millionen Menschen sein, die sich gegenseitig auffressen, das ist von einer Dummheit und von einem Nicht-Informiert-Sein. Ja? Und es ist ein Krieg, ich habe vorgestern diesen Film gemacht mit dem Josef Winkler und ich habe gestern eine Dokumentation begonnen mit dem Ilya Trojanow. Und der hat ein hochinteressantes Buch geschrieben, das ich Ihnen allen ans Herz lege, das heißt Der überflüssige Mensch, das sind 80 Seiten. Und der führt ganz schlüssig den Beweis und so, dass man nichts mehr dagegen sagen kann, auch nicht mehr ein Rechtsradikaler was dagegen sagen könnte, dass wir in einem Krieg des Kapitals gegen die Armen leben, der in eine Phase gekommen ist, wo die Erbarmungslosigkeit gnadenlos galoppiert. Und wenn man weiß, dass wir in einer technischen Revolution drinnen sind, wo Millionen und Millionen und Millionen Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren werden, weil Maschinen diese Arbeiten übernehmen werden, in Amerika anderswo. Wenn wir diese Menschen dann nicht beteiligen an den Kapitalerträgen, die aus den Maschinenarbeitsgewinnen hervorgehen, haben die Leute überhaupt kein Geld mehr, keine Lebensgrundlage mehr, und zwar in England genauso wenig wie in Amerika oder in Deutschland. Da kommt was auf uns zu, wo wir mit unserem alten Denken, mit diesem vollkommen undemokratischen Verhalten gegenüber Schwächeren uns nicht mehr schützen können. Bisher haben wir immer das Gefühl gehabt, wenn wir dort zahlen, wenn wir da Milliarden hinschicken, können wir uns die Not vielleicht vom Leib halten. Und mir, so schrecklich das klingt, was ich jetzt sage,
Mir erscheint das ein ganz wichtiger Erlebnismoment, dass die Not bis zu uns vorgedrungen ist und dass sie sich nicht abwimmeln lässt und dass sie sagt, schau mich an, mich gibt's, ich bin wahr, ich bin das Ergebnis von eurer Sorglosigkeit und eurer Ignoranz. Und das wird unglaubliche Konsequenzen über die nächsten Jahrzehnte für unsere Kinder, für unsere Enkel haben. Und ich wiederhole es, nie mehr wird was sein, wie es mal war. Was haben Sie denn für ein Gefühl, was man selbst oder was Sie, ich will jetzt nicht sagen, dagegen tun können oder dafür tun können, ja, aber wie verhält man sich? Zunächst einmal, das klingt jetzt auch absurd, aber ich habe das in den vergangenen Jahren langsam gelernt. Was mich auffrisst, ist, ich hab mir mühsam in meinem Leben ein Mitgefühl erworben, ja, weil ich mit einer gewissen Härte doch getreten worden bin in mein Dasein. Und jetzt habe ich dieses Mitgefühl endlich und jetzt merke ich, ich brauche was anderes. Ich brauche eine kühle Sicht der Dinge und ein Engagement, das, was in meiner Möglichkeit ist, umzusetzen. Aber ich kann nicht ununterbrochen mich krank machen mit meinem Mitgefühl. Es bringt mich um. Ich weiß nicht, ob ich mich verständlich mache. Es sind auch wieder Gespräche, die ich mit jungen Leuten führe, wo ich sage, passt auf, das klingt absurd. Es ist wichtig, dass ihr kein Mitgefühl habt. Empathie. Ja. Ja. Aber ein Chirurg kann nicht operieren, wenn er ununterbrochen Mitgefühl hat mit dem. Der muss sich konzentrieren auf das, was er tut. Und wir müssen jetzt Dinge tun. Meine kleine, winzige Entscheidung war vor 7 Jahren, dass ich in Afrika Arbeitsplätze geschaffen habe. Ich habe sehr viel mit Afrika zu tun gehabt durch diese merkwürdige Show Afrika, Afrika, die 5 Millionen Leute immerhin gesehen haben. Und habe damals hunderte Gespräche geführt und Einblicke bekommen. Ich habe gemerkt, dass jeder von diesen Künstlern zwischen 30 und 50 Leuten erhält mit dem, was er da verdient, dass die alle zurück wollen, keiner von denen wollte hierbleiben. Ja, ab und zu einer, aber im Großen und Ganzen wollten sie dort sein, wo ihre Düfte, ihre Himmel, ja, natürlich, ihre Mondaufgänge sind. Und ich habe dann aus einer großen Liebe, ohne dass ich mich eine Sekunde stupsen musste, begonnen, mich zu fragen, wo will ich es machen? Und die Antwort war für mich Marokko. Marokko ist jetzt ein hochinteressanter Punkt, weil das ist eins der Nadelöhre, durch die diese Nöte vorbeiströmen, dort, wo ich auch bin, am Fuß des Atlas. Und ich habe dann zeitweise 200, 300 Arbeitsplätze und jetzt permanent so 50, 60 Arbeitsplätze dort geschafft, die mir sehr zugutekommen, weil ich es liebe, dort zu sein, weil ich dort ein anderer Mensch bin, weil ich dort eine andere Art von Gastfreundschaft. Das ist ja was, wenn man in Afrika, wenn man in arabischen Ländern ist auch, da gibt es ja eine Gastfreundschaft, die uns vollkommen unbekannt ist. Das ist ja unvorstellbar, dass man jemand nichts zu trinken gibt oder zu essen anbietet, den man nicht kennt, der vorbeigeht. Und was diese Flüchtlinge erleben, wenn sie nach Ungarn gehen, das ist sozusagen die äußerste, radikalste, grausamste, unmenschlichste Art von Nicht-Gastfreundschaft. Ja? Mhm. Und das ist für deren Kultur eine so tiefe Barbarei, das können wir uns nicht vorstellen. Weil das ist nicht mehr üblich, dass wenn ich durch Grinzing spazieren gehe und man geht vorbei bei einer Villa oder am Garten, dass einer sagt, wollen Sie hereinkommen? Wir haben eine gute Rindsuppe. Das ist aber in Marokko auf Schritt und Tritt dort, wo ich lebe. Ich habe 16 Gärtner, und die wohnen in meiner Umgebung. Wenn ich spazieren gehe, muss ich Umwege nehmen, dass ich bei denen nicht vorbeikomme, weil sofort kommen die mit einem Blumenstrauß, sofort kommen die mit einem Honig, mit einem Brot, mit einer Butter. Das ist undenkbar. Und einmal wollte ich meinen Blutdruck messen und das Blutdruckgerät war hin. Und da hat mir ein Mitarbeiter gesagt, dann fahren wir nach Marrakesch, mein Vater hat ein Blutdruckgerät. Wir sind um 2 Uhr in der Früh in Marrakesch angekommen, irgendwo in der finsteren Vorstadt, haben an einer Tür geläutet, der hat seiner Mutter, die im Pyjama dort stand, erklärt, dass er ein Blutdruckgerät für seinen Chef da braucht.
Die Mutter hat gesagt, bitte, er soll 10 Minuten im Auto warten. Nach 10 Minuten ging die Tür auf, dort stand ein Tee, dort stand Kekse. Ich bin mit meiner Frau da reingegangen und dann hat meine Frau, weil das Berberfamilien sind, als Geschenk bekommen ein Kleid. Mhm. Bei den Berbern kriegt immer der, der kommt, was. Mhm. Ja? Also nicht, wenn ich wohin gehe, bringe ich was mit, sondern wenn die umgekehrt zu mir kommen, müssen die Reicher weg. Und das ist alles noch Normalität und so wunderbar. Und ich geniere mich dann von der Früh bis am Abend, wenn ich sehe, wie wir mit so großen Kulturen umgehen. Ne? Zum Beispiel bei den Syrern vergisst man immer, dass das eins der großen Kulturländer der Weltgeschichte ist. Ja. Und ich meine, wenn die ISIS sagt, wir zerstören die Vergangenheit, das ist deren erklärtes Ziel. Ja. Die wollen den Mozart massakrieren, die wollen den Brahms umbringen, die wollen den Scarlatti und die wollen den Charles Ives, sie wollen alles töten, was unsere Vorstellung von Qualität ist. Sie wollen den Fischer von Erlach töten und den Le Corbusier und sie wollen den Stravinsky kastrieren. Das ist eine direkte Kriegsansage gegen Sie und mich und jedem in diesem Raum. Wenn wir in diesem Kloster sitzen, dann sitzen wir in etwas, was die in die Luft sprengen wollen. Und die tun das, die sagen das nicht. Das ist versprochen und gehalten, jeden Tag. Und dass das unsere Zivilisation nicht begreift als eine radikale Kampfansage, die teilweise noch ärger ist als die von den Nazis. Ja? Und dass wir trödeln, anstatt uns zusammenzutun und zu sagen, da geht's um alles, was uns je Ermutigung, Kraft, Schönheit, sinnliche Erfahrung gegeben hat. Die wollen das Tanzen vom Nureyev und die Töne der Maria Callas vernichten. Die wollen den Pinselstrich vom Degas und vom Caim Soutine vernichten. Also das sind die Zeiten, in denen wir jetzt, während wir hier reden, leben. Sie haben vorhin gesagt, Sie seien aus der Kunst irgendwann ausgetreten. Ist dann jetzt der Zeitpunkt, entweder wieder einzutreten, um für Sie einzutreten, für all das, was Sie eben aufgezählt haben und noch viel mehr? Oder ist der Zeitpunkt, wenn man 50 Arbeitsplätze in Marokko geschaffen hat oder auch mehr, sich auch zu überlegen, was mache ich hier? Was mache ich in Krems? Was mache ich in Wien? Was mache ich in Berlin, in Hamburg, in Ungarn? Was machen wir mit diesen Menschen, die zu uns kommen, die ganz viel mitbringen, ein irres Potenzial mitbringen, mit denen wir überhaupt nichts anfangen, die wir auch brauchen, aber mit denen wir erstmal nichts anzufangen wissen, ja? Also, die wir noch notdürftigst versorgen und eigentlich. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich erzähle so schreckliche Geschichten da jetzt, weil wir so in einem Traum gefangen sind, durch diese Insel der Seligen, die wir bis zu einem gewissen Grad ja wirklich waren, seit 1945. Natürlich gibt es bei uns Verwerfungen, natürlich gibt es arme Leute in Österreich, natürlich gibt es grobe Ungerechtigkeiten und die Schere geht überall auseinander, weil dieser Krieg zwischen Kapitalismus und armen Menschen ist einfach eine todernste Angelegenheit. Und wenn man redet von Überbevölkerung, dann wird ja immer, das ist ja etwas, was man ständig hört, es sind einfach zu viele Leute auf der Welt. Da meint nie der, der das sagt, sich. Nie. Die anderen. Ja? Das ist wirklich interessant, da muss man mal drüber nachdenken. Und wenn Sie das jemand sagen hören, dann sagen Sie, meinen, Sie müssen weg. Ne? Und die Erde hat natürlich genug Platz. Die überbevölkertsten Länder, die es überhaupt gibt, das hat der Trojanow gestern erzählt, ist zum Beispiel England. Ja, Holland. Also ich meine Holland, ja? Also, ich erzähle das so schrecklich, weil wir aus diesem Traum aufwachen müssen. Und dass Leute wie der Strache, aber genauso gut die ÖVP und die SPÖ, die ich, in Wirklichkeit regiert ja der Strache in diesem Land schon lange. Schon lange, lange ist er an der Macht, weil die, die regieren, immer denken, was bedeutet das bei der nächsten Wahl? Und immer ihm im Kopf haben. Man kann nicht schreiben die Jupiter-Symphonie und hat ständig den Roberto Blanco im Kopf. Das geht nicht.
Und man kann nicht ein Land achtbar regieren, wenn man den Strache im Kopf hat. Und ich glaube, dass sich die Parteienlandschaft vollkommen verändern wird, auch im Rahmen von dem, was da jetzt gerade passiert. Es werden neue Strukturen kommen. Es müssen andere Menschen in die Politik. Man muss Parteien wie die SPÖ oder so neu gründen mit einem neuen Personal. Das wird Umwälzungen auf allen Gebieten geben. Und wir müssen uns fragen, was kann ich tun, was ich wirklich tun kann? Und jeder kann irgendwas tun. Natürlich kann ich was tun. Ich kann schauen, welches Bewusstsein hat dieses Nachbarskind. Das merkt man ja im Verhalten von Kindern, welches Bewusstsein die haben. Und ich kann Gespräche führen. Ich kann versuchen, Menschen zu locken in Qualitäten, in Verfeinerungen. Das sind ganz kleine, ganz wichtige Arbeiten. Und ich finde wirklich, dass zum Erstaunlichsten, was ich in meinem Leben wahrnehme, das gehört, was dieser neue Papst jetzt da macht. Weil ich in so einer tiefen Entfremdung mit der katholischen Kirche war. Und da kommt jetzt einer daher und sagt alles, was man sich immer schon gedacht hat. Ja? Und schafft eigentlich bis zu einem gewissen Grad das Papsttum ab, indem er sagt, unfehlbar bin ich natürlich nicht. Ne? Oder sagt, wer bin ich, um über andere zu urteilen. Oder sagt den Priestern, ihr habt ein unglaubliches Privileg, ein großartiges, nämlich die Beichte, die für mich immer nur gestanden ist, für Sünde, für Beten. Und der Papst sagt ihnen, eure Aufgabe ist zu verzeihen. Das ist die große Gnade, die ihr habt. Ihr könnt Menschen Mut machen, könnt ihnen verzeihen. Also das sind so Gegenpositionen. Ja. Versöhnt Sie das mit der katholischen Kirche? Nein, aber es versöhnt mich mit der Hoffnung, dass sich alles lernend verwandeln kann. Ich bin nicht versöhnt mit der Kirche, die ich erlebt habe, die eine hochmütige, grausame, dünkelhafte war. Natürlich hat es zu dem Zeitpunkt auch anderes gegeben, aber das war halt bei mir im Internat so. Ich habe das immer genannt, nicht ganz falsch, die katholische Waffen-SS. Ja? Die Jesuiten, die ich da erlebt habe. Aber man kann sich ändern. Und man kann eine Gesellschaft ändern. Und es ist eine unglaubliche Arbeit. Und deswegen dürfen diese Parteien des Stillstandes, diese Parteien des Kleinmuts, diese Parteien, die sich nach dem Boulevard strecken, die sich von Chefredakteuren, von Zeitungen sagen lassen, wie man regieren soll. Es ist hochinteressant, wie viele Menschen, die nicht gewählt sind, Verantwortung übernehmen in der Politik für Aufgaben. Also ich habe mich zum Beispiel immer aufgeregt, wenn ein Kulturminister eine Kommission eingesetzt hat, wenn es darum ging, einen Burgtheaterdirektor oder einen Staatsoperndirektor zu finden, anstatt dass er die Verantwortung übernimmt. Das ist doch die einzige Freiheit, wenn ich so einen Job mache, dass ich dann ex cathedra sage, mein Favorit aus diesem und jenem Grund, weil ich nämlich was davon verstehe. Aber ich verstehe ja nichts. Dann muss man sagen, ich kann diesen Posten nicht annehmen. Ich will euch die Wahrheit sagen, ich hasse Oper. Oder so, ne? Aber das auch dieses Jobhopping, dass einer Gesundheitsminister ist und 6 Wochen später ist er Bautenminister. Das nennt man Führungsarbeit. Und Sie müssen sich, ich will nicht jetzt auf österreichische Innenpolitik, aber man übersieht diese Skurrilitäten. Es gab einen Generalsekretär der SPÖ, den Herrn Darabosch, der war zuständig für die Einhaltung der, unter anderem der Beschlüsse des Parteitags. Am Parteitag ist einstimmig beschlossen worden oder mit riesiger Mehrheit, dass es keine Koalition mit der FPÖ geben kann. Im österreichischen Burgenland gibt es eine Koalition des sozialistischen Landeshauptmanns mit der FPÖ. Der Generalsekretär schweigt zu diesem Vorfall. Der Bundeskanzler sagt, jedes Land kann autonom entscheiden. Ich bin nach wie vor der Ansicht, dass ich keine Koalition mit der FPÖ haben will, sagt der Bundeskanzler. Und der Generalsekretär ist 2 Tage später Landesrat in dieser Regierung. Also das sind so Vorgänge, wo man sich denkt, was muss noch alles passieren, bis sich diese Parteien auflösen in ihrer kaltschnäuzigen Menschenverachtung gegenüber denen, die sie gewählt haben. Aber vielleicht ist ja jetzt so ein Punkt erreicht, ein historischer Punkt gewissermaßen durch diese Not, von der Sie gesagt haben, sie ist an uns herangetreten und fordert, schaut
mich an, schaut uns an, einen Punkt erreicht, der dann wirklich auch klar macht, dass andere Menschen in die Politik gehen müssen. Also diese Jungen, von denen Sie sprechen, die Jungen, die hier sind, die Jungen, die dieses Generationslabel aufgeklebt bekommen haben oder vielleicht es sich selber aufkleben, vielleicht ist das ja ein Punkt, wo sich's ändert, ja? Ändern muss sich unsere Art von Wirtschaftshaltung. Das ist mal das Allerentscheidendste. Damit nicht Millionen Menschen krepieren und damit wir nicht in Nöte kommen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Weil ich das, habe ich ja vorher schon gesagt, wenn Millionen und Millionen Menschen aus anderen Gebieten zu uns drängen, kommt mal der Punkt, wo sie uns überlaufen werden. Und ich bin nicht denen böse, sondern das ist auch wieder ein Arbeitsergebnis von uns, wenn wir nicht vorausdenken können. Das ist ein Wort, das wird nie gebraucht. Man redet immer von Nachdenken. Aber es kommt aufs Vorausdenken an. Ja? Und da plötzlich spielt die Fantasie, die viel geschmähte, wirklich eine gigantische Rolle. Man muss Fantasien entwickeln, wie man Probleme löst. Und man muss sich verbünden, so leid wie der Bill Gates oder auch der Soros oder so, die sicherlich teilweise auch auf anrüchige Weise auch Geld verdienen, aber die wirklich Milliarden investieren in Experimente, was herauszufinden, wie kann man Kloaken zu Trinkwasser machen. So. Das sind alles Sachen, die mich sehr interessieren. Und es gibt für niemand eine Ausrede. Jeder kann auf seinem Gebiet irgendwas tun. Ich habe in den letzten Wochen Geschichten gehört und erlebt, wo man wirklich nur mehr in die Knie gehen kann. Der Kurt Stocker, der da in der ersten Reihe neben dem Herrn Abt sitzt, ein wichtiger Freund von mir und ich, wir sind mit einem Freund gesessen. Und der hat uns erzählt, ja, vorgestern ist Folgendes passiert, meine Tochter war am Westbahnhof und wollte irgendwelchen Menschen helfen und hat geschaut und da war einer in einem Rollstuhl und sie ist hingegangen und hat gesagt, kann ich was tun für Sie auf Englisch? Und der hat auf Deutsch geantwortet, ja, ich... Und dann erzählt er folgende Geschichte. Er ist ein querschnittgelähmter Syrer, der Analysepatient ist. Und der beschließt, aus seiner Ortschaft aufbrechen zu müssen, weil dort Giftgasabwürfe sind und Bombenabwürfe und weil er einfach krepiert dort mit seinen zwei Kindern. Und da geht der eine Sohn voraus in die Türkei und sagt, Papa, ich bereite einen Fluchtweg vor, wo du an Dialysestationen vorbeikommst. Mhm. Und die sind dann ein paar Monate später nachgekommen und jetzt musste dieser querschnittgelähmte, im Rollstuhl sich vorwärts treibende Mensch fliehen mit den Booten, bei Griechenland, alles mit. Immer, wo komme ich noch rechtzeitig zu einer Dialyse? Mhm. Und dann bricht ihm der Rollstuhl zusammen. Und dann trägt der älteste Sohn den querschnittgelähmten Vater durch Europa von einer Dialysestation zur anderen. Und dann kommen die an die ungarische Grenze. Und dann, also es ist alles so aberwitzig. Und wenn uns das nicht berührt, dann müssen wir über uns nachdenken. Haben Sie das Gefühl, das wird auch in Ihrer Arbeit Eingang finden? Also eigentlich blöde Frage, alles findet in Ihrer Arbeit Eingang, aber ich mache jetzt zum Beispiel schon Filme drüber, über dieses Thema. Das ist natürlich alles, was mich erwischt, was mich zutiefst, was mir ans Herz greift. Ja, das ist diese Polarität nimmt Ausmaße an. Ich bin sicher in diese Welt gekommen, weil ich die Polarität studieren wollte. Das ist das, was diese Welt zu bieten hat. Aber die Ausmaße, die ich jetzt erlebe, das ist schon ein Hardcore-Studium. Es wird mich verändern, es wird jeden hier im Raum verändern, es wird unsere Kinder verändern, es wird alles verändern. Es wird alles verändern. Oder wir werden alle verändern. Das ist es, glaube ich, was die Alternative ist. Und haben Sie auch einen... Wenn Sie in diese sich verändernde Landschaft hinausblicken, etwas, was positiv ist? Weil man ist ja immer sehr geneigt zu sagen, dass wir empfinden das als eine Bedrohung. Also die schönen Tage von Aranjuez heißt ja auch Wehmut, Melancholie, im Grunde dorthin zurückkommen wollen, wo man nicht mehr zurückkommen kann. Ja, wir werden andere Freuden entwickeln müssen. Zum Beispiel eine ganz wichtige Freude wird Teilen sein. Solange ich Teilen als eine Strafe empfinde, bringe ich mich um die Freude, die Teilen sein kann. Wir werden wissen, dass wir alle
jetzt kommt was, wo ich nicht davon ausgehe, dass jetzt alle nicken, aber aus meiner Sicht, wenn wir alle spirituelle Wesen in einem menschlichen Körper auf der Suche nach menschlichen Erfahrungen sind, dann wissen wir, dass wir alle vernetzt sind und dass niemand mehr wert ist als der andere und niemand weniger wert ist, sondern dass er nur mit einem anderen Bewusstsein diese Erfahrung zu diesem Zeitpunkt macht. Und ich glaube, dass dieses Wissen einen automatischen Sofortrespekt mit sich bringt. Ja? Ich bin ja direkt zur Respektlosigkeit erzogen worden. Das war ja ganz wichtig, dass es da oben gibt und da unten. Und dass die 2000 Arbeiter, die in der Hellerfabrik arbeiten, die Verwünscher sind, obwohl wir unsere Angestellten zu Hause, den Chauffeur und das Stubenmädel und die Kammerzofe oder was es da alles gab, bezahlt haben von deren Leistung. Und wenn wir begreifen, dass auch die, die uns unsympathisch sind, unter Umständen nur ein Spiegelbild von uns selber sind. Ich habe früher ununterbrochen bewertet. Ja? Das war eine meiner großen Spezialitäten. Das ist in Österreich diese Karl-Kraus-Tradition. Man sagt was Schreckliches über einen anderen, schon ist man ein Hero, wenn es gut formuliert ist. Und man wundert sich, wenn die Energie, die man ausschickt, zurückkommt und sagt, woher kommt denn das plötzlich? Wieso kriege denn ich plötzlich solche Verrisse? Vollkommen vergessend, was ich an negativer Energie da rausgeschickt habe. Also wenn man aufhört zu bewerten, weil man sich nicht mehr besser vorkommt, wenn man mit dem Ego runtergeht und wenn man eins lernt, was ich Jahrzehnte überhaupt nicht gekonnt habe, nämlich Dankbarkeit, ja, dann gibt es schon wieder andere Freuden. Ne? Weil wir zwei, wie wir da sitzen, wir haben jeden Grund wahrscheinlich dankbar zu sein. Und wir haben so viele Privilegien immer noch. Und selbst wenn wir teilen, werden wir noch viele Privilegien haben. Und wir werden immer noch uns Wojciech in einer guten Inszenierung mit oder ohne Musik vom Alban Berg anhören können. Und wir werden immer noch uns eine alte Platte von der Kathy Barbarian anhören können, wo der Luciano Berio irgendwas komponiert hat, was uns unseren Tag zum Leuchten bringt. Und ich kann einen Zentaur aus der Barockzeit an Geschnitzten anschauen und denke mir, danke, dass ich den sehen darf. Also Freuden wird es immer geben. Nur werden sie vielleicht etwas weniger idiotisch sein als die, die wir offiziell alle als Freuden verkauft bekommen. Dankeschön, André Heller. Danke Ihnen. Vielen Dank. Danke sehr.